So, Hallöchen, Popöchen und willkommen zurück zum Let's Play von House of Ashes für Melanie, House of Obsession. Obsession. So, nicht wundern, wenn ich anklicke, ich muss für den Start immer raus aus dem Spiel und dann switcht das leider. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie das Spiel jetzt so weitergeht, weil es hat ja nur, so wie die anderen Teile, auch nur so 5-6 Stunden Spielzeit. Und wir haben schon eine Stunde eigentlich nur damit verballert zu gucken, wie der Typ da ankommt und jetzt in dieses, ne? Naja, okay, wir lassen uns mal überraschen. Naja, Taschenlampe haben wir nicht mehr, aber ein Feuerzeugchen. Okay. Also hier liegt nichts, man kann nichts anklicken. Das ist natürlich immer gut, richtig dem Licht zu folgen. Geh wieder zurück. Ne, Mine Nack geht zurück, Junge. Ich bin's, dein Vater. Mine Nack am Arsch. Oh. Kann ja alles sein, ne? In den Gängen. Man wird es ja im Leben nicht sehen. Jetzt kommt wieder irgendwas, wo ich mich erschrecke. Wahrscheinlich. Na, ja, Bob, was hinter dir? Warum nimmst du das Ding denn nicht mit, Alter? Ja. Gerade aus Kugel auf die Tür. Ja, da lieben. So ein Mann wäre begeistert, ich nicht. Da. Ruf den Knopf hier. Mach Jule auch mal. Jo, war doch toll. Jetzt hast du jetzt wieder eine Knarre. Hui! Der war wohl nicht so lecker. Rennen, Junge. Das war knapp. Y. Ins Licht, Junge, ins Licht, ins Licht, ins Licht, ins Licht. Do it, do it, do it. Ich glaube, im Licht hast du, bist du safe jetzt, oder? Ja, ist die Frage. Na, Teil ist rum, bricht alles zusammen. Oh, ich kann das. Das große Moppel. Ah, ist bestimmt wieder geflohen, das lebt noch. Oh, du schiebst jetzt den Wagen weg. Ja. Hier stürzt gleich alles ein, verdammt. Wo sind die Marines? Weiß nicht. Es ging zu schnell. Der Boden hat mich verschluckt. Hast du Kay gesehen? Kolchak? Vorhin waren sie zusammen. Hab's versucht.
versucht. Irgendwas stört das Signal. Ja, Moloch da. Hier geht's vielleicht raus. Weiß nicht. Wir haben keine Wahl. Wir haben keine Wahl, gehen wir. Sofort. Seit wann kommandierst du so rum? Das gehört zu meinem Job. Karabiner schlingen, Seil Licht. Scheiße. Okay. Okay. Blutlicht, ne? Okay. Lichtchen, meinte sie. Los. Blutlicht. Karabiner, Seil, Lichtchen. Lämpchen. Da geht's steil runter ins Nichts. Hör mal, macht mein Handy am Licht. Wir haben Seil. So. Nimm doch erstmal einen Stein und schmeiß den runter, damit du siehst, wie tief es geht. Ein Luftzug. Ich bin für Klettern. Ich nicht. Was wollen wir weiter unten? Seit wann rauchst du eigentlich? Wie bitte? Feuerzeug. Nein. Das habe ich im Stützpunkt gefunden. Natürlich. Breit? Und du? Wo haben die das festgemacht? Guck mal nicht hin und hör mal noch. Für mich sieht das Ganze hier nicht nach Waffendepot aus. Verwirrt. Wenn hier unten nichts ist, warum dann der Angriff? Na, weil Krieg ist. Da ballern Leute gerne rum. Endlich haben wir mal richtig Zeit für uns zwei. Oh. Wir hatten Zeit für zwei schon immer anders definiert. Was geht wieder los? Ich gucke immer nach links und rechts, ob ich was sehe. Erinnert dich das nicht an früher? Jetzt muss man nach rechts. Weil ich mich verloren fühle? Nein, siehst du? Aufgespießt. Oh, sie fällt. Oh. Oh. Böse. Weil wir dürfen nirgendwo runterfallen. Ansonsten war's das mit Rachel. Rachel, du fällst und bist tot. Nur zur Info. Lass die Alte mal vorgehen. Also wir machen uns nicht an Seil fest aneinander. Da links. Was hat hier? Kannst du Ägyptologie? Na, die Alte aber doch, oder? Ja, total unnütz, ne? Es leuchtet, aber im Prinzip kommt nichts. Kannst du irgendwas drücken? Ne. Kannst du die Alte das lesen lassen? Ne, kann sie ja nicht steuern. Ja, gibt keinen Sinn für mich. Bei den Dingern, bei den Gasmasken musste ich auch einen ganz bestimmten Punkt erwischen. Aber... Verstehen hier finde ich nicht. Ah. Sieht alt aus. Alt? Uralt. Was soll das denn halt? Das ist Keilschrift. Sumerisch vielleicht. Was ist das hier? Du bist ja eine echte Historikerin. Wusste ich gar nicht. Vielleicht kennst du mich doch nicht so gut. Nee. Klar. Für dich geht man immer tiefer. Ich komme ja gar nicht mehr aus der Höhle raus. Zumal da unten ja das Sonnenlicht auch immer weniger wird, ne? Und weil hier es mehr wird. Ja. Dein Herz? Hier kommt jetzt die Szene,
Und die stirbt. Das eher, weil das da abstürzt. Und die zieht dich doch mit. Stabil. Ja, sieht gut aus. Nein. Ich meine, man könnte ja auch einfach die Tür aufmachen, ne? Also. Nee, geht nicht. Die hängen da zwischen den Steinen. Hatte ich auch erst gedacht. Guck. Dahinter waren Steine davor auch. Ja, versuch den Stein wegzudrücken. Natürlich. Da hat hier leuchtet drauf. Da hinten und auf der linken Seite auch nochmal hinten. Tja, ich musste ja lernen, damit umzugehen. Aha. Arsch. Ja, ich hab auch gerade gesagt, Arsch wollte hitten. Knie ist da ein Bein. Da ist ein Fuß unten dran. Das soll ein Wadenmuskel sein, ein riesiger. Schwer zu sagen. Und hinten links war auch nochmal was. Da. Vielleicht sind wir in einem Tempel. Und da liegt eine, genau. Eine Statue. Oh. Ist das die mit dieser Riesenanaconda? Nein. Das ist Pazuzu. Ein antikes Götzenbild, das die dämonische sumerische Gottheit Pazuzu darstellt. Aber ja, oh. Das ist die mit der Riesenanaconda. Und ein paar ausgelassen, ne? Das meinen die nicht ernst, oder? Kommst du wohl nochmal zurück. Jetzt findest du die Verbindung ja zu 15 und 25 nicht. Wollen mir doch jetzt nicht erklären, dass ich jetzt gerade. Naja, doch, eine Menge ausgelassen. Nee. 11 Dinger soll ich jetzt vergessen haben. Ich hab doch alles angeguckt. Oder spiele ich so schlecht gerade, hä? Ich fühle mich gerade gekränkt in meiner Ehre. Pazuzu, wer? Pazuzu. Guckst du keine Horrorfilme? Die Antwort solltest du kennen. Ein sumerischer Dämon. Wohl was mit Plagen zu tun. Plagen und Dämonen, ja? Also ich kenne keinen Horrorfilm über Pazuzu. Ist der nicht bei Der Exorzist, bei dem zweiten Teil? Nicht, dass ich wüsste. Pazuzu. Das fehlt uns noch. Was denn? Mm-mm. Ja, guck da, aber. Vorsprung zur zweiten Ebene. Aber dann wird es ja auch nur dunkler, ne? Macht ja wieder keinen Sinn. Was ist? Hast du nichts gehört? Nein, gar nichts. Ich dachte, da unten wäre was. Pazuzu! Selbst in Schutt und Asche ist das hier was Besonderes. Ja. Was ist dir geschehen? Da kommt jetzt das Vieh hochgekrabbelt. Ja, und dann zieht das die Alte. Nein, geh nicht! Jetzt wie weg. Kannst du irgendwas sehen? Ist tief. Kommst du dir sicher vor? Wir haben keine Wahl. Hol das Seil. Hab's gelehnt. Da bin ich raus. Pfui. Guck mal da, die reihen sich echt auf. Wieso? Da kommt kein Licht mehr hin. Liegen wir schon Seil auf dem Boden? Ne. Unglaublich. Wir sind nicht die Ersten hier. So. Verdammt. Waren doch Seil auf dem Boden. Kerl, das hat wohl den ganzen Kram hier erfasst. Hm.
Wie konntest du dich nur so irren? Sieh dich mal um. Die ganze Scheiße war wofür? Ein paar Fässer und Kisten? Ich lerne was draus. Ich werde mich beim Neuprogrammieren noch mehr bemühen. Kalis wird stärker denn je. Du glaubst, ich schaff's nicht? Glaubst du nicht an mich? Das ganze Grübeln bringt nichts. Wir müssen uns darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Ich hätte auch was Böses sagen können. Ich hätte sagen können, hast du nicht genug angerichtet. Absenkung? Von den Nachbeben? Das sieht nach Archäologie-Zeugs aus. Diese Ruine wurde untersucht. Die Lampen sind brauchbar. Das Licht kann die Marines herführen. Glaubst du, der geht noch? Bestimmt. Klar, von einmal ausprobieren. Oder dann wahrscheinlich das Benzin, ja. Wo du auch bist, Nick. Pass auf dich auf. Oh, mein Gott. Hast du was gesagt? Nein, nichts. Ah, ja. Das ist doch. Ah, ist, ein schönes Feuerwerk. Bums an der Wand. Sprengelstoffel. Natürlich nicht so clever, ne, wenn die Säule da wegballern. Kann mal drauf schießen. Also irgendwas von da hinten hat mich beobachtet. Ah. Man könnte auch einfach mal reinleuchten. Das musst du, ne, sehen. Ja, warten. Seht ihr was ich nicht sehe? Bevor sie das gesagt hat, deine Schatten. Kriegen wir das Ding an. Keine Ahnung, was sie da sieht, was ich da also. An alle, hier spricht King. Kann mich jemand hören? Over. An alle, hier spricht King. I will be King. I will forever. Dieser Katalog muss eine Kleinschrifttafel mit einem daraufklebenden Schild zum Katalogisieren. Hä? Guck mal, jetzt haben wir hier 12. Also springt der wieder zurück. Okay, verwirrend. Okay, das wäre, das ist die 29. Aber vielleicht schon die 40, wenn das so weitergeht. Aber warum? Mehr. Sieh dich mal um. Das ergibt null Sinn. Och. Ergibt denn? Kann man das wieder zurück? Benzin. Super. Benzin. Ist er nicht losgelaufen für Benzin? Eric, hilf mir mal mit den Kanistern. Jetzt kommt das Vieh. Endlich haben wir auch mal Glück. Ha. Benzin nicht? Wie geht's deinem Bein? Bein? Oh, du meinst die Prothese. Mein Bein ging auf der Straße drauf. Willst du echt schon wieder auf dieser Sache rumreiten? Es ist passiert und es war scheiße. Aber jetzt kann man nichts mehr dagegen tun. Lass es hinter dir. Das hab ich. Aber du warst hinterm Steuer, weißt du noch? Hör endlich auf, Eric. Shit. Also wenn du mir ein Bein abtrennst, kannst du dich verpissen. Ich? Du bist doch der Baby, verpiss du dich doch. Leuchte mal den Tank an. Ja, wir lieben uns. Ah, kann jemand zu dir sagen, Rolling Home? Oh. Das ist schon durchgerostet. Der Schlauch ist kaputt. Das verdammte Ding leckt.
Kannst du was tun? Wir müssen den Schlauch abdichten, bevor wir das Ding starten. Warum machen die da nicht einfach an diese komischen Schütteln da? Und zünden das mit der Fackel an. Und also, auch. Hier neben uns. Hier war gerade so ein Vieh. Jetzt ist es weg. Hat er nicht gerade was in dem Ding geleuchtet? Zündspule. Zündsprengstoff. Mhm. Siehst du da diese Dinger, diese Gefäße? Die hier? Ja, die sind doch auch für Feuer. Also Feuerstein. Ich will jetzt erstmal oben gucken. Übrigens, Man of Medan mit eins der einzigen Spiele, die ich kenne, die auch wirklich mal darauf achten, dass man die Treppen auf den Stufen richtig nimmt. Nicht einfach die Treppen hochfliegt. Sinnlos. Was? Hm, finde ich ziemlich geil gemacht, tatsächlich. Auch wenn es dann länger dauert, aber. Wie kommt es, dass sowas Großes Treppen nehmen dauert nun mal auch, ne? Oder ich geh schon mal, ja? Dachte ich hier mal gucken, hier, weißt du? German the Germans in the house. Oh, guck mal da. Nein, du musst da erst was anderes decken. Lass mich da mal gucken jetzt hier. Da ist eine Eule. Wir müssen die Lampen schnell in Gang bringen. Ich sehe nichts. Also eine Taschenlampe. Oh. Ein Monster. Geflügel und Kralle. Da geht es um Echoortung. Eine Liste der Fähigkeiten und Merkmale einer nicht identifizierten Kreatur, darunter auch Echoortung und körperliche Widerstandskraft. Die Fledermäuse erforscht. Was ist das? Symptome? Wollen wir das noch durchlesen? Besonderheiten vielleicht? Ich weiß es nicht genau. Blind, jagt mit Echoortung, unleserlich, Überempfindlichkeit, wahrscheinlich Hörgang, also die hören ja immer gut zu Viecher, Haut äußerst widerstandsfähig gegen Fremdeinwirkungen, ungeschickter Flieger, Speichel schlafend, okay, also die schlafen an der Decke und die hören uns, das heißt, wenn die Viecher kommen, einfach Fresse halten und nicht bewegen. Aber da war doch noch mehr als so ein, oder? Da haben doch zwei gebitzt eigentlich. Ist das so? Guck mal, da hinten in der Ecke ist eine Tafel wieder. Was meinst du, wie es den anderen geht? Die sind zäh. Alle ohne Ausnahme. Licht. Die schaffen das. Okay. Vielleicht wär's schlauer, wir müssen irgendwie die Fackel anmachen. Wenn vor uns schon soweit ist. War, gibt es sicher einen anderen Weg raus. Also muss das jetzt so ein bisschen abspeichern. Das Problem ist, wenn der Moment kommt, wo du weißt, oh, da könnte jetzt was hinter dir aus dem Loch kommen, da musst du immer schnell reagieren. Und dann sich nochmal an, wenn du jetzt die ganzen Infos hast, nochmal da drauf zu kommen, ist gar nicht so einfach manchmal, wenn das im Spiel ist. Wie jetzt mit der Fackel, ne? Wann kommt der Moment, wo der das Licht mit dieser scheiß UV-Lampe anmachen soll? Hast du die UV-Lampe dann? Aber die hatte doch gar nicht dabei. Das ist die Frage, hast du die dann überhaupt schon? Wo findest hat du die? Denn? Anal oder was? Wo soll wahrscheinlich die sein? Wird er die irgendwo finden. Aber du musst sie erstmal finden. Da ist ja noch das Ding dazu, ne? So Sachen halt. So, ich bin zu Hause, Freunde. Aber mein Thron. Ich kann da nicht hoch. Haha. Frechheit. Da blitzt auch noch. Da blitzt was. Blitzkrieg, Bob. Ah, da ist ein Zelt oder sowas, ne? Oh, sind zwei sogar. Ist der Kaffee noch warm? Oh, 1996? 1966? Lieber Randolph, dieser Brief legt nahe, dass Gerüchte von Dämonenbesessenheit die hiesigen Ausgräber in Schrecken versetzen. Angst vor den Bergen. Lieber Randolph, dir geht es hoffentlich gut. Unsere Reise zur Ausgrabungsstätte verzögert sich. Wir haben in Soran einiges zurückgelassen, weil Pullman nur die Hälfte der benötigten Männer und Maultiere auftreiben konnte. Die Arbeiter weigerten sich, in die Berge zu gehen. Wir sind abergläubig und haben Angst vor Dämonen. Wir lehnten sogar 2 Dinar extra pro Kopf ab. Wir haben auch den 2. Generator und das Ersatzfunkgerät zurückgelassen. Wir sollten bis zum 18. bei dir sein. Hochachtungsvoll, Aline Journeau. Aline?
Na, wir kennen es. Aus welchem Spiel ist das? Alin? Warte mal, wo bin ich jetzt hier? An dem, da, da an wollte ich doch hin. Aufzeichnung. Ah, eine Aufzeichnung, aber die ist schon voll im Arsch. Eventuell kann man die noch mal reparieren. Oh Gott, der muss dann noch aufspulen. Außerdem sind da ja noch mehr hinten. Ja. You have so right, weißt du? Da liegt auch noch Spider. Nee, da rechts. Zwei sogar. Einmal der Scheinwerfer. Aber das hier ist da, wo wir waren. Aber da blitzen zwei Sachen. Hier ist sogar noch mehr Dynamit. Da blitzt auch was, glaube ich, durch die Tür, ne? Bin mir nicht sicher. Ja, ich guck ja schon, ich guck ja schon. Guck, 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 da. Und irgendwo hat es auch mal noch geblitzt. Siehst du, wie schnell die Tür verrammelt wurde? Hat etwas Verzweifeltes an sich. Wenn die wohl aussperren wollten? Kann ich dir sagen. Rennt hier schon irgendwo rum und nervt. Dezent. Wovor hatten sie Angst, dass sie zu solchen Maßnahmen griffen? La 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 la. Weiter geht es da nicht. Nee, da war noch auf der anderen Seite, was? Der Fluch von Akkad von Aline Janot. Gelehrte betrachten den Fluch von Akkad als Fiktion, eine Lehrgeschichte, die die Sumerer dazu brachten, Hungersnot, Schicksal und die Launen der Götter zu ertragen. Die Entdeckung dieses großen Tempels deutet jedoch auf eine neue Wahrheit dahinter hin. In der ursprünglichen Geschichte wendeten sich der Gott Enlil gegen, gegen den König Naram-Sin von Akkad. Zuerst ist der König fromm und reumütig und bittet um Antworten. Aber nach 7 Jahren der Stille seitens der Götter beschließt Naram-Sin, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Er stellt eine Armee auf und marschiert in die Stadt Nippur ein, um Enlils Tempel zu plündern. Diese Gotteslästerung ist so ungeheuerlich, dass Enlil, der tosende Sturm, die Götter gegen Naram-Sin wenden und die Gutea entsenden, um Akkad dem Erdboden gleichzumachen, die Bauernhöfe zu zerstören und die Menschheit mit Hungersnot zu peinigen. Der Tempel. Er sollte die Götter beschwichtigen. Es gibt keine historischen Aufzeichnungen darüber, dass Naram-Sin Enlils Tempel zerstörte. Unsere Freunde hier liegen jedoch nahe, dass der Fluch auf tatsächlichen Ereignissen beruhte. König Naram-Sin baute diesen Tempel, um die Götter zu ehren. Viele unserer Freunde zeigen den König, der den Himmel anfleht, die Götter wieder in die spirituelle Welt seines Volkes zu bringen. Der Untergang dieses Tempels deutet darauf hin, dass der Fluch nicht gebrochen werden konnte. Ja, ich würde sagen, das Pech gehabt, ne? Verkackt. Hund. Da geht auch nochmal eine Treppe hoch. Wollen wir da auch noch schnell gucken, bevor wir weiter den Tape nehmen? Ja. Weil nachher ist da noch was. Okay, die wollten nicht weitergehen. Schiss in der Box oder was? Das ist eine zure Tür. Und sonst nichts. Ansehen. Ach, das war doch da, wo der Stab zwischenhing, ja, oder? Aber das ist die Stab nicht mehr. Tür. Der Stab hin. Hier haben sich die Archäologen schon genommen. Archäologen? Wow, 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 wow. So. Panzertape von vor 50 Jahren. Seid Jute. Hier ist Klebeband. Sehen wir, ob der Generator noch läuft. Also Panzerband kann ja alles, ne? Aber Flüssigkeiten drin halten, das glaube ich nicht. Was ist das denn? Maschinengewehr. Schau mal hier. Aber ohne Muni. Was macht denn Maschinengewehr hier? Es ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Aus der Zeit, als die Archäologen hier waren. Was zum Teufel war hier los?
Der Beutel ist, damit der Fuß sich nicht bewegt. Ja. Die Munition ist noch nicht da. Das noch hier ist nicht. Generell kein guter Standort, aber man kann sich sicher einigermaßen verteidigen. Vielleicht standen sie unter Druck. Wir kennen ihre Arbeitsbedingungen nicht. Also Bescheid, Schatz. Hast du's? Das nächste Mal deine Eier. Nicht hier bewahrt. Was? Du leckst. Wenn du leck hast. Oh, da. Was du am Stützpunkt meintest. Oh, was meinte ich? Du irrst dich. Ich irre mich selten. Du meintest, nichts hätte sich geändert. Ich habe mich geändert. Du leckerst. Wir waren getrennt, aber ich musste trotzdem. Auf Haut klebt das sehr gut. Ständig an dich denken. Geht es dir nicht auch so? Ein bisschen? Du hast mir auch gefehlt. Warum auch nicht? Wir haben so viel erlebt. Ich hab nichts mehr zu trinken, ich ertrag das nicht. Weißt du? Halt den Schlauch. Halt den Schlauch. Geschafft. Oh ja, so ein Streifen Panzerband, ne, bewirkt schon Wunder. Hilf mir mal mit der Platte. Die sehen echt schlimm aus. Oh, kaputt. Ich muss auch noch Sicherung finden. Wir haben schon ewig nicht mehr gemeinsam gearbeitet. Und doch kommt es mir so vor wie gestern. Warum haben wir nicht gekämpft? Habe ich. Aber du hast es mir echt schwer gemacht. Wir hätten kämpfen sollen. Verletzt du dein Bein auch noch? Ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet, so lange allein zu sein. Das letzte Jahr habe ich mich echt nur mit Kalos beschäftigt. Was anderes gab's nicht. Deine Arbeit ist wichtiger als wir. Wir hätten nicht wissen können, wie wichtig sie wirklich ist. Das ist aber langsam ekelhaft, ne? Eine Love Story hier, oder was? Na komm, spuck's aus. True Love. Du fühlst mir Rage. Oh. Das glaubst du mir nicht. Früher kam mir alles irgendwie komplizierter vor. Jetzt überhaupt nicht mehr. Noch besteht Hoffnung. Vielleicht gibt's doch noch Hoffnung für uns. Weck mich. Weck mich, klappen. Wenn... Werfen wir ihn an. Wenn du das... Deiner Love-Story. Kabel ist zu kurz, ja, Freunde. Kannst auch hier noch leben, alles gut. Oh. Ja, wir haben Strom. Es gibt doch... Hab ich schon gesagt. Ich hab Feuer gemacht. Wenn wir reinkamen, kommen wir irgendwie raus. Sehen wir uns mal um. Oh, Jason wieder. Der dürfte halt wieder gar nicht durchkommen, da war doch Licht. Ja, wo kann sein? Kannst doch gar nicht durch. Junge. Hey. Aber die Haut ist doch sehr... Ja. Lebt der überhaupt noch? Und für mich stehen die da im Sonnenlicht. Ja. Pusche. Wir müssen da durch. Das schafft er nicht. Der andere Weg ist sicherer. Links rum. Los, ich folge mit Neffen. Oh, hier ist mal die 50, 60, 70, 80 Kilo da auch runter und hoch. Da habt ihr eine Ausgang aus. Das doch nicht.
Da kann der niemals hin. Das ist unlogisch. Links rum. Zum Licht. Ehrlich, warum nicht zum Licht? Ach, Junge. Wo ist der Tote? Der Halbotter. Den schleppt er noch so. Mit dem einen Arm schleppt er den mit, während er 30 km/h rennt. Wie so ein Hund. Komm jetzt. Jetzt steht auch die Tiefe dabei. 144 Fuß. So, bevor wir jetzt da reinkommen, gucke ich nochmal, ob ich hier was sehe. Weil ich konnte ja in diese Gänge nicht reingucken. Nicht so? Ah, ja, irgendwie konnte man da so rein. Aber jetzt ist da nichts. Da ist nichts. Ihr gebt mir auf den Sack mit eurem Scheiß. Komm, ich einfach das Ding jetzt hier sprengen und dann ist Ruhe. Spiel beendet. Eric, sieh dir das an. Funktioniert das noch? Probieren wir es doch mal aus. Geht schon, das kriege ich hin. Seit wann trägst du deinen Ring nicht? Seit wann trägst du ihn nicht mehr? Ich trage ihn. Ich trage ihn am Herzen. Du warst immer ein guter. Gut für mich. Der hat schon Kopf gleich, ist wie bei Drachenlord die Füße in der Luft fliegen, gell? Das ist immer noch wichtig für mich. Da kann eigentlich nicht passieren, meine Füße sind von oben. Oh, ich hab einen anderen. Wir waren ein gutes Team. Durchweichen hätte ich genommen. Ich glaube an Liebe. Sonst hätte ich dich nicht gefunden, mein Engel. Weil ich liebe dich. Ich habe hier noch einen großen Kissen für dein Gesicht. Quasi den Sack über den Kopf. Alter Schnauzer. Ich kenne dich besser, als du denkst. Das mit dem Feuerzeug war gelogen. Und zwar nicht, weil du heimlich rauchst. Eric, bitte. Sag die Wahrheit. Bitte hör auf. Gib's zu. Du hast einen anderen, stimmt's? Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Böses! Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln, für die Menschheit. Es tut mir leid. Dafür, dass sie so viel geballert haben, haben die aber echt wenig Munition da gelassen, ne? Also Kugeln, Ösen. Hallo? Ist das nicht da, wo die abstürzen? Scheiße. Das stimmt mit dem nicht. Kommt erstmal herunter, um rumzuballern. Weil er hat ja eine Pistole im Match einfach in die Eier geballert beim Runterseilen, ey. Beim Runterseilen? Bei einem Abseilen. Natürlich, war ja nicht Lichter, ne? Die mache ich alle kalt. Verdammt, was ist hier los? Ich weiß nicht. So hatten wir die Sache echt nicht geplant. Das ist Rachel! King, hier ist Mailman 218, wiederholen, over! King, hier ist Mailman 218, hören Sie mich, over! Fuck!
Lass mich hier. Lass mich hier lassen. Er kostet uns Zeit. Wir müssen zu Rachel. Lass mich hier. Los. Ich halte sie auf. Fuck, Mervyn. Das sind keine Iraker. Egal, was sie sind. Ich krieg sie. Los. Sag was. Zurücklassen oder mitnehmen? Jetzt! Lass ihn zurück. Wir lassen ihn hier. Oder wir sterben mit ihm. Los. Und endlich ab. So wie der drauf ist, kann der wenigstens das Ding noch ein bisschen Schach halten für ein paar Minuten. Wenn er das ballert. Das ist der Schwach und das war eigentlich nicht. War nicht genug Licht oder was? War kein direktes Sonnenlicht oder? Das könnte es natürlich sein, dass es nur Licht ist oder, ne? Nicht so wie da jetzt. Das wäre direktes Sonnenlicht. Oh, Maler grad. Kann ja auch nichts einfach sein. Oh, noch mehr. Das gute Seil. Du machst Witze, das sieht uralt aus. Das oder nichts. Siehst du ihn? Ja, er kommt. Duckt euch doch einfach. Ehrlich, bei dem Felsen. Ihr habt doch eine Pistole, die hätte doch schon schießen können. Eieieiei. Natürlich, zusammen auf den schmalen Ding da. Was passiert denn? Prophezeiung? Ja, ich glaube auch. Ja. Irgendwas passiert jetzt, ich muss aufpassen. Sie rutscht, er rutscht hinterher. Hilf mir! Hör auf zu zappeln! Okay. Oi! Mach das Seil los! Rachel, halt dich an was fest! Ich sehe nichts. Zu dunkel. Komm schon. Fuck. Verdammt, Rachel, halt endlich still! Hält das alte Seil auch durch, ne? Warum ist sie nicht einfach hochgeklettert, die Bitch? Tut mir so leid, Rachel. Tut mir so leid. Was? Jetzt muss ein Schwein. Ob mein Schwein pfeift? Ist was besoffen? Schneiden hier kein Seil durch. Vielleicht kannst du das schließen. Mir egal. Schneiden hier nichts durch. Kämpf du, Fischkopf. Was war für deine. Für deine Prophezeiung. Oh, oh, das war knapp. Nein! Stech dir das ins Knie, du Affenarsch! Hier, in die Nüsse! Das ist, weil du so rumgeschnulzelt hast. Junge, wir sprechen hier von wahrer Liebe. Gibt's doch nicht sowas. Genau, Colonel. Nein. Siehst du? Oh. Jetzt hast du ja auch durchschneiden können, Junge. Aber wir haben jetzt ein gutes Gewissen. Verstehst du? Du bist ja für den Arsch. Unser Gewissen ist rein. Natürlich.
Und die Szene ist nicht so ausgegangen, wie das in der Prophezeiung war. Sie ist nicht auf das Ding geknallt. In welchen Albtraum sind diese glücklosen Seelen gestürzt? Arme Rachel, verloren in der Dunkelheit. Kerze ist nicht ausgegangen. Waffenbrüder aber, stehen sie sich so nah, wie sie vermuten lassen? Oder kämpft ihr doch nur jeder für sich selbst? Vergessen wir bitte nicht, dass sie heute Nacht schon einen anderen Mann dem Tod geweiht haben. Das führt uns zu Salim. Wem? Er wirkt besonnen. Fast schon ein widerwilliger Soldat. Oder? Na, den, den die aus Versehen abgeknallt haben? Ein unerfreuliches Schicksal. Oh, nee, ich hab's doch. Nun die Überlebenden unter der Erde gefangen, also, vom Abgrund verschluckt. Eins nach dem anderen werden ihre Lichter ausgelöscht. Außer sie finden einen Weg, sie zu beschützen. Es steht mir eigentlich nicht zu, mich in Angelegenheiten anderer einzumischen, aber sie erregen mein Interesse. Ich hab ihn erregt. Ich hätte da einen Ratschlag für Sie, wenn Sie mir versprechen, dieses Gespräch für sich zu behalten. Verrat niemandem was. Klar. Eine kluge Entscheidung, wenn man alles in Betracht zieht. Vor langer Zeit traf ich einen blinden Dichter, der diese weisen Worte an mich richtete. Lang ist der Pfad und beschwerlich, der aus der Dunkelheit hinausführt ans Licht. Das wäre alles fürs Erste. Mhm. V mit V? Okay. Mit diesen weisen Worten, die mir nichts bringen, vom Kurator verabschieden wir uns. Und, ja. Tschüsschen aufs Nüsschen. Tschüsschen aufs Nüsschen. Na, ihr wisst Bescheid. Locker. Locker. Dömedö.